Boxenstopp am Sachsenring. Nur zu erahnen war an dieser Stelle jener Erfolg. Marvin Kirchhöfer hat 3 Punkte und 2-mal Pole Position in der Qualifikation für das 1. und 3. Rennen der ADAC GT Masters abgestaubt. Zufriedenheit stellt sich im Hinblick auf die bevorstehenden Rennen ein. Es fing heute schon im freien Training sehr, sehr gut an. Wir waren Erster und ich denke mal, wir haben am Wochenende vor allem einen sehr guten Speed und ich hoffe, dass wir das in den Rennen so umsetzen. Momentan bin ich natürlich super happy mit der Doppelpole und versuche morgen das Beste zu geben. Sein größter Traum, die Formel 1. Auf dem besten Weg dorthin ist Marvin bereits. Aber was macht den Erfolg des jungen Formel 3 Spitzenreiters aus? Wenn er in die Box reinkommt und das Fahrverhalten gibt, dann muss er sich natürlich auch sicher sein, was er möchte vom Ingenieur, dass er das umsetzt. Er kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt schneller fahren, ja, das hilft er auch nicht, sondern er muss halt schon einfach zurückgehen auf sein subjektives Fahrverhalten und das ist eine gewisse Routine, eine Abgeklärtheit und da ist er sicherlich anderen deutlich überlegen drin. Talent, Erfahrung, Routine, Alter seien außerdem Faktoren, welche mit hineinspielen, so Teamchef Timo Rumpfkeil. Und wenn eines Tages der Ort, die Zeit und die Finanzen ineinander greifen, könnte es Marvin vielleicht in die Königsklasse schaffen. Wir drücken die Daumen.